Hallo, ich habe mir gerade vorhin eine Karte ausgesucht, eine Mastercard Gold, und musste feststellen, dass wenn man den Link unter dem Video nimmt und kopiert ihn hier oben rein, kommt man auf Kreditkartenvergleich, Tarifcheck. Und dann klickt man ja weiter, dann kommt schon diese Karte ganz oben. Und hier mehr Infos. Hier stehe 50 Euro exklusiv, also man kriegt 50 Euro, wenn du diese Kreditkarte beantragst. Da sollte man dann noch diese Details genauer lesen, ob es für einen passt. Bezahlung, Bargeld, Gebühren. Manche Banken verlangen eine jährliche Gebühr unabhängig von der Kartennutzung für die Bereitstellung der Kreditkarte. Okay, null. Eben nach 2 Jahren auch nicht. Das Einzige, was ich jetzt hier verlange, sofern die Kreditkartenumsätze nicht innerhalb des Zahlungs beglichen werden, für den ausstehenden Betrag Zinsen fällig. Also ja. Okay, wenn du nicht pünktlich das Geld nach der Abrechnung zurückschickst oder halt zurücküberweisest, musst du Betrag X zahlen. 19,94% ist hoch, aber man kann so pünktlich zahlen, dann passt es doch auch wieder. Guthabezins gibt es nichts. Schufa-Prüfung, ja, okay. Und dann haben wir hier den Bonus. Neukunden, die im Aktionszeitraum eine gebührenfreie Master Gold beantragen und diese mindestens einmal bis zum 31.03. zur Bezahlung einsetzen, erhalten einen Willkommensbonus in Höhe von 50 Euro. Im Anschluss an die Aktion wird Ihnen am 20.04.2023 der 50 Euro Willkommensbonus automatisch auf die gebührenfreie Master Gold gutgeschrieben. Okay, Bargeldverfügung. Dann steht hier, die letzten 2 Jahre keine Gebühren mal beantragt. Naja, Neukunde. Okay, also als Neukunde solche innerhalb der letzten 2 Jahre keine gebührenfreie Master Gold beantragt habe. Okay, wenn man das jetzt will, wenn man diese Mastercard Gold will mit diesen 50 Euro, drückt man hier auf Weiter. Und dann kommt hier diese Maske. Diese füllt man aus. Und dann kriegt man eine Mastercard Gold zugesendet. Das war's schon. Ich wollte euch nur zeigen, wie ihr an diese 50 Euro kommt, wenn ihr eher Mastercard bestellen wollt. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß damit.